Kathi, es war heute tatsächlich, ich fand es auch spannend, dass Big Brother quasi im Endeffekt Rainer ja dadurch, dass er das Spiel gewonnen hat, die ganze Macht gegeben hat. Mhm. Das war in dieser Staffel ja quasi neu, ne? Also Teamkapitäne und Leute, die gewonnen hatten, Promis bekamen plötzlich die Macht und mussten sie weise nutzen. Jetzt sehr doll, ganz viel Macht, vor allem jetzt ums Finale eben auch. Findest du, dass er richtig entschieden hat? Also ich finde es aus folgendem Grund absolut richtig. Mhm. Und da geht es jetzt nicht um Leidenschaft und wen mag man mehr oder weniger, sondern es geht um Folgendes. Ich habe das ja nicht mitbekommen, weil ich selber rausging und auf dem Weg zu euch war. Aber er hat mit Sam um den Einzug ins Finale gespielt. Das heißt, Sam hatte für seine Gruppe gewonnen, er hatte für seine Gruppe gewonnen. Und in dem Moment war Sam eigentlich schon sehr, sehr weit. Und dass er ihn dann nicht wählen kann. Und dann hatte er ja schon Michaela nominiert. Und dann blieb nur Jay. Und genau wie er es formuliert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich es auch gemacht. Dann hätte ich auch Jay genommen. Wir wollen dir was sagen. Du warst auf unserer Favoritenliste eigentlich immer oben. Wir haben immer gesprochen, gesagt, also wenn jemand ins Finale kommt, Kathi Karrenbauer wird auf jeden Fall dabei sein, weil du wie so eine Klammer warst, du hast alles zusammengehalten, du warst die Frau gewesen, die sich mal Jörg Knörr geschnappt hat und gesagt, du weißt du was, du kannst nicht sagen, die macht keinen Schritt auf mich zu, mach du doch mal einen Schritt auf sie zu, du hast dir Jeremy geholt, du hast mit Valentina gesprochen, du hast sie mal dir zur Brust genommen, hast sie wie so ein kleines Mädchen gesehen, was sie eigentlich war, also du hast diese Reife mitgebracht, aber erkläre mir bitte eins, warum haben immer wieder die Nominierungen gezeigt, dass Menderes zum Beispiel ausgenommen wurde von der Gruppe. Keiner hat sich getraut, ihn mal auf die Liste zu setzen. Keiner hat sich mal getraut, mal Jay zu nominieren, die starken Charaktere. Du warst die Einzige, die gesagt hat, Menderes ist vielleicht auch egoistisch manchmal in seinem Verhalten. Warum war das so? Warum habt ihr so Angst gehabt davor? Warum hat diese Gruppe da niemals sich was getraut? Also auf der einen Seite, es gibt zwei Blickwinkel. Der eine Blickwinkel ist, wenn man Menderes mitbekommt, dann merkt man, dass der manchmal auch wie ein kleines Kind ist oder wie ein großer Junge. Der trägt das Herz auf der Zunge. Und die Dinge, die er anbietet, diese wunderbare Kreativität, die immer so rausgeschossen kommt aus dem Menschen, der sich auch ganz oft zurückzieht, so, da hast du das Gefühl, der ist so verletzlich, dass du den einfach selber auch schützen willst. Und ich glaube, das eine ist der Schutz und das andere ist die Angst vor seinen Fans. Ich glaube, das hat uns alle irgendwie so ein bisschen begleitet, dass man dachte, oh, wenn man Menderes nominiert, dann muss man aufpassen, dass man nicht ganz viele Menschen in Deutschland gegen sich hat. Aber immerhin ist sie ehrlich, weißt du? Das ist ja das, was wir vielleicht bei dem einen oder anderen Bewohner, wo es uns ein bisschen gefehlt hat, ehrlich gesagt. Die Frage ist, was wir uns auch stellen, ist es denn wirklich so, ist diese Gunst für Menderes wirklich so klar oder teilt die sich auf? Ist das vielleicht eher so 50-50? Hat er vielleicht jetzt im Finale morgen gar nicht die großen Chancen, sondern so Menschen wie Rainer zum Beispiel oder vielleicht auch eine Michaela, sag ich mal, oder ein Sam? Wie siehst du das? Also ich sehe das im Moment ganz offen, weil es sind jetzt ein paar Sachen passiert, wo auch ein Menderes wirklich auch, glaube ich, ein bisschen verloren hat. Rainer hat in diesem Kontext, in dieser Brotherhood, diesem Umarmen, diesem väterlichen Freund, diesem ich nehme dich immer mit, ich nehme dich mit auf die Reise, ich kümmere mich um dich, hat er, glaube ich, wahnsinnig gewonnen und hat heute ganz sicher die Fans von Menderes in seinem Voting bekommen, für sich, deswegen auch Einzug ins Finale, auch zu Recht. Und jetzt muss man mal gucken, ich könnte mir vorstellen, dass Rainer das Rennen hier macht, denn er steht für Familie, er steht für eine... Ja, Schätzchen. Ja, Schätzchen, du willst auch... Menderes hat er gerade angekläfft. Der ist großer Fan von Menderes. Sagt ja, genau.